Was geht ab, meine Hose, die Fighter Hose hier, und heute haben wir zwei Campaigns, eine für die globale Version und die andere die Super Dragon Ball Heroes World Mission Campaign für die japanische Version. Dort haben wir auch zwei bis drei weitere, sogar vier weitere Charaktere bekommen, also neue Charaktere, die wir im gestrigen Video nicht hatten. Heißt, wir werden uns gleich alle Informationen und Details zu den beiden Campaigns anschauen. Fangen wir auf der globalen Version an, Freunde. Heute hat eine neue Celebration angefangen, wie ich es mir dachte, haben sie quasi jetzt. Oder das wussten wir schon seit ein paar Wochen, dass eine Filler-Kampagne kommen wird. Und ich dachte mir, sie ziehen sicherlich oder wahrscheinlich das Elabirus-Banner, was neulich auf JP war, vor. Und das haben sie tatsächlich getan. Dementsprechend, Freunde, haben wir gar nicht mal so viel zu tun. Aber es ist die Filler-Kampagne. Denn diese Kampagne geht bis zum 7.7. Und merkt euch den 7.7. Denn nach dieser Kampagne sollte dann das 4-jährige Jubiläum anfangen. Ich werde morgen ein Video noch raushauen, Freunde. Ich habe es die letzten Tage, die letzte Woche angekündigt. Wir nehmen uns das Ganze ein bisschen anschauen. In einer Vorschau, sage ich mal, was wir alles im 4-jährigen Jubiläum erwarten können dürfen. Und genau, gucken wir uns mal die Kampagne an. Wie gesagt, ist ab heute live, geht bis zum 7.7. Wir haben Login-Boni, könnt ihr euch gerne abchecken. Special Missions gucken wir uns auch an. Dragonstone Sales, Elabirus-Banner, muss nicht sein, skip. Wenn ihr es haben wollt, viel Erfolg. Wenn ihr Views haben wollt, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Aber ich würde eigentlich jedem raten, jetzt kurz vor dem Jubiläum, ein, zwei Wochen, spart einfach so gut es geht. Story-Events sind, gewisse Story-Events sind live, könnt ihr euch gerne abchecken. Hier könnt ihr natürlich auch die Legend of Pudding Soul natürlich und so weiter und so fort. Freunde, die ganzen Story-Events sind live, gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Das ist hier vielleicht noch wichtig. Am Mittwoch, nächsten Mittwoch, 26.06. 8:30 Uhr morgens, wird es eine neue Season von dem Battlefield Game Ultimate Clash, und zwei Charaktere werden hier Dokkan Awakening bekommen. Endlich kommt man es mal auf die globale Version. Das wird der Goku sein, der Super Saiyan 2 Goku, und der Majin Vegeta, der physische aus dem Battlefield. Genau, und zwar sind das folgende, die zwei Freunde, die bekommen ihr Awakening dann. Und ja, so viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Das war es eigentlich schon auf der globalen Version, Freunde. By the way, 26.06. ist auch eine Wartung, habt ihr wahrscheinlich die letzten Tage gemerkt. Diese Wartung wird zum einen sein, natürlich quasi für die Awakenings der beiden Charaktere, aber auch für die Vorbereitung langsam aber sicher für das 4-jährige Jubiläum. Da wird nämlich ein Countdown starten und so und so fort. Da werden sicherlich zuerst mal die erste Welle an Daten reingeschoben oder reingeladen in das Spiel. Und genau. Ansonsten, Sorgebunde, wie gesagt, könnt ihr euch gerne abchecken. Jeden Tag soll es ein Stone sein, genau. Elderkai gibt es auch am ersten Tag. Nice, nehmen wir auf jeden Fall an. Und Special Missions werfen wir auch einen Blick drauf. Dann gehen wir rüber auf die japanische Version. Special Missions auf der globalen Version, Freunde. Daily 20 Stamina verbrauchen. Story Event dreimal. Stages clearen. Und dann habt ihr alle, wenn ihr alle Special Missions gemacht habt oder beziehungsweise alle Daily Missions, dann bekommt ihr einen Stone. Die restlichen Sachen gibt es für die jeweiligen Sachen, die ihr tut. Time Limited Missions, also ohne Limit während der ganzen Celebration. Story Event bis zu 20 Mal clearen. Eine Stage und das speziellen Bedingungen schaffen bis zu dreimal. Gucken wir gleich, welche Bedingungen das sind. Treasure for Items austauschen, also im Barbershop Items holen gegen Währung, gegen Barbershop-Währung umtauschen. Bis zu dreimal bekommt ihr Incredible Gems zurück. Und dann eine Stage fünfmal schaffen, ohne Schaden zu bekommen. Eine Stage siebenmal schaffen, ohne ein Continue zu benutzen. Und bis zu 750 Stamina verbrauchen. Wenn ihr alles schafft, bekommt ihr dann nochmals 5 Stones. Lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was die speziellen Bedingungen sind, wie gesagt. So, das sind dann hier an der Stelle folgende, an der Special. Genau, mit einem Realm of Gods Charakter. Dachte ich mir schon, mit mindestens einem Realm of Gods Charakter im Team müsst ihr eine Stage schaffen. Und dann seid ihr auch auf jeden Fall dort gut gedeckt. Ja, so viel zur globalen Version. Kommen wir zur japanischen Version. Super Dragon Ball Heroes World Mission Collaboration, Freunde, ist schon live. Gestern haben wir uns Charaktere angesehen. Wir haben jetzt zwei neue Charaktere am Start. Die Collaboration ist ganz kurz gehalten. Zwei Events, ein Summon, also ein Banner und ein Special Event. Und die ganze Collaboration selbst und Login Boni natürlich hier an der Stelle. Login Boni und Special Missions gucken wir uns gleich an. Und das Ganze geht hier an der Stelle bis zum 6.7. 9.59 Uhr unserer Zeit morgens, Freunde. Und danach sollte auch langsam und sicher, was wir uns gestern besprochen haben, LA Gohan Goten kommen, Tanabata Campaign, LA Broly, physisch Easy Broly und so und so fort. Alright, das Banner an sich, Freunde, werden wir die Tage sammeln. Das Banner sieht folgendermaßen aus, wenn ich mal ganz kurz rübergehen darf. Und zwar bekommt ihr dafür einmal Blue Coins. Blue Coins könnt ihr gegen Elderkai tauschen. Wir haben hier Featured Silas. Wir haben Great Saiyan 3. Wir haben einen neuen Xeno Goku. Gucken wir uns gleich an. Xeno Vegeta ist auch im Banner Featured. Der Boy ist auch Featured. Er auch. Und die nette Dame hier an der Stelle. In diesem Banner sind quasi von
SSR her nur Dragon Ball Heroes Charaktere. Also auch nicht featured findet ihr Dragon Ball Heroes Charaktere hier auf, wie zum Beispiel Baby Janemba und so und so fort. Für einen Multi gibt es garantiert einen der featured Charaktere, also einen der Charaktere, die im Scouter sind. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr es sammelt, geht auf Multi. Und dann gibt es eigentlich nicht mehr so viel dazu sagen. Lass uns ganz kurz das Event angucken, die Special Missions, und dann gehen wir auch rüber zum Schluss zu den Informationen der neuen Charaktere. Und zwar haben wir an der Stelle ein neues Event, wie gesagt, mit bis zu 8 Stages. Macht jede Stage, pro Schwierigkeitsstufe gibt es einen Stone. Auf Stage 1 droppt dann unser Boy Beat, auf Stage 4 unser Boy Ernst. Und die beiden können wir dann natürlich auch Awaken Medaillen. Dafür gibt es auf der Stage 2, 3 und auf Stage 7 und 5 ebenso. Und genau, dann wäre es eigentlich auch so viel dazu. Wir haben, wie gesagt, eher Awaken. Wir gucken uns gleich alles im Detail an, wie viel Medaillen man für was braucht und so und so fort. Um es kurz zu sagen, für diese ganzen Charaktere braucht ihr 20 Medaillen. Also bei dem 20 für Silas, bei dem 20 von Silas ebenso, bei der Dame ebenso und bei denen hier von 20 vom Supreme Kai of Time. Ja, und hier ebenso, jeweils 20. Und bei den anderen Charakteren, wo ihr 2 Medaillen braucht, sind es immer 10, 10. Also 10 von Beat, 10 von Supreme Kai of Time, 10 von Arms, 10 von Silas. Und hier braucht ihr auch 10, 10 an der Stelle von den Medaillen, die hier gelistet sind. Lass uns ganz kurz die Special Missions angucken, Freunde. Und dann gehen wir auch, wie gesagt, rüber zu den Informationen der neuen Charaktere. So, jetzt hätten wir an der Stelle die Special Missions, Freunde. Es sind viele Missionen. Deswegen blende ich euch am besten mal die Übersetzung davon ein. Könnt ihr euch an alle Ruhe gerne ansehen. Genau, was jetzt hier zu wissen gibt wegen den Missionen, spezifisch wegen dem neuen Special Event, müsst ihr quasi, ja, um es kurz zu sagen, alle Stages auf Normal schaffen, alle Stages auf Sie hat, dann bekommt ihr schon den größten Teil der Mission. Ihr müsst Beats Essay auf 10 bringen. Free-to-Play-Charakter macht es auf jeden Fall. Arms SA auch auf SA 10 bringen, Arms Token Awaken, Beat Token Awaken, das war dann wegen den Special Event die Missionen. Und jetzt diese Collaboration Mission, Super Dragon Ball Heroes World Mission, einmal trainieren, einmal Z Awaken, einmal Token Awaken, bis zu 50 Orbs im Hidden Potential System öffnen, einmal eine Stage clearen ohne ein Support Item zu benutzen, einmal eine Stage clearen ohne Super Deck zu benutzen, einmal eine Stage clearen ohne Schaden zu bekommen und dann eine Stage in unter 1 Minute und 30 Sekunden schaffen, eine Stage einmal clearen, bis zu 10 Mal irgendeine Stage schaffen, bis zu 500 Stamina verbrauchen. Und wenn ihr im Endeffekt alle Missionen geschafft habt, gibt es dann die Anzahl an der Stones, beziehungsweise hier an der Stelle 7. Und genau, dann gucken wir zum Schluss noch die neuen Charaktere rein, die reinkommen sind, die wir gestern nicht besprochen hatten. Und zwar ist das zum einen hier unser Boy Beat. Beat hat hier in Awakening, wie gesagt, 10-10 Medaillen und dann wird er zu Great Saiyan Man 4. Und was hat denn der Great Saiyan Man 4 hier drauf? Shoutout an Goresh natürlich hier an der Stelle. Folgendermaßen, was sehr wichtig ist, beziehungsweise zum einen, seine Super Attack gar nicht mal so schlecht, macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff und Verteidigung, heißt das ein Stack, kann er immer stacken. Seine Passive fand ich umso genialer. Auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 50% Super Class Verbündeten, gibt der Keep Us Time auf die Verteidigung 30% und der Youth Kategorie gibt er weitere 30% auf den Angriff. Also ein netter und guter Supporter für die Youth-Kategorie. Finde ich sehr, sehr gut. Links die Kamamal Courage, Hero of Justice. Genau, Infighter Patrol, Shattering Limit. Kategorie ist ein Youth und Time Travelers. Dann haben wir eigentlich seinen Gegenspieler. Wo ist der Boy? Hier, Irms. Falls ihr euch fragt, falls ihr ihn nicht kennt, ist wie gesagt von Super Dragon Ball Heroes World Mission. Und der Boy ist quasi eine künstliche Lebensform und hat Hit und Goku Black absorbiert. Und deswegen, also Rosé, deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Und der Boy an der Stelle, was hat der drauf? Folgendermaßen, boom. Ist im Prinzip Gegenspieler zu dem Great Simon 4. Er macht Supreme Damage, verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive ist folgendermaßen, auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 50%, Extreme Class Verbündeten gibt er Keep Plus 2 auf die Verteidigung 30% und der Artificial Lifeform Kategorie gibt er auf den Angriff 30%. Sehr schön, Artificial Lifeform hat gute Charaktere bekommen, fehlt nur noch ein guter, bisher ein Dokkan-fester Leader. Ich bin drauf gespannt, was in der Zukunft kommt. Links gilt Loyalty, Metamorphose, Tough as Nates, Big Bad Boss, Kamamea, Fear and Fate, Shattering Limit, Kategorie Time Shares, Artificial Lifeform und Transformation Boost. Und dann haben wir natürlich noch, was neu hinzukam, was wir gestern nicht auf dem Schirm hatten, ist zum einen der Zeno Goku und der Zeno Vegeta, Freunde. Um die zwei, für die zeige ich auf jeden Fall gerne. Denn, um es kurz zu fassen, sind es Supporter für die Goku's Family bzw. Vegeta's Family Charaktere. Goku erhält mit seiner Super Attack seinen Angriff, kann sich stacken, macht Supreme Damage, hat auf den Angriff, auf die Verteidigung durch die Passive 77%, gibt der Goku's Family Kategorie Keep Plus 2 Attack und F 30%. Annehmen, mitnehmen.
In ferner Zukunft werden sie sicherlich auch ihr Awakening bekommen, aber auch jetzt ist es schon wirklich ein guter Support-Aspekt für ihre eigene Kategorie. Links ist Saint Warrior Race, Saint Lineage, Kamera, Patrol, Experience Fighters, Prepare for Battle, Kategorie Goku, Family, Pure Saints, Time Travelers und Vegeta. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, Gegenspieler, Supreme Damage erhöht seine Verteidigung, 70% Attack und F durch die Passive und gibt der Vegeta's Family Kategorie Heat plus 2 Attack und F 30%. Links ist Saint Warrior Race, Royal Lineage, Prodigies, Patrol, Experience Fighters und Prepared for Battle, Kategorie Vegeta's Family, Pure Saiyan Time Travers. So viel auch zu den Informationen und Details vom heutigen Video, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr das auf jeden Fall gerne ein Like geben, falls ihr zusammen werdet, egal welchen Banner. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Wir werden uns die Tage dann bei den Summon sehen für die Dragon Ball Heroes Charaktere. Würde auf jeden Fall gerne Silas haben und Sino Goku und Sino Vegeta und den dreifachen Gohan. Der hat es mir auch angetan. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zusehen und bis die Tage. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.